Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Helene Weber TV. Das neue Schuljahr ist schon halb rum und das neue Kalenderjahr nicht mehr ganz frisch. Aber schon gibt es wieder Aufregendes zu berichten. Von einem Kunstprojekt im Werkstattjahr und der Veranstaltung Crashkurs NRW, an dem das ganze Berufskolleg teilgenommen hat. Wie sieht ein normaler Klassenraum aus? Die meisten Schüler haben vor sich die Tafel, links das Fenster, hinter sich eine Wand, vielleicht mit einem Schrank und rechts die Wand zum Flur. Manchmal hängen da die Unterrichtsergebnisse als Wandzeitung, aber ansonsten ist das eher langweilig. Das wollten unsere Schüler im Werkstattjahr nicht länger. Sie holten sich Hilfe und danach war vieles anders. Raus aus dem Schulalltag. Unter diesem Motto gestalteten die Schüler und Schülerinnen am Helene Weber Berufskolleg unter Anleitung und Mitarbeit des Paderborner Künstlers Hermann Reichhold ihr Klassenzimmer neu. Aus einem eher langweiligen, wenig an den Interessen und Vorstellungen der Schülerinnen orientierten Klassenraums wurde in 14-tägiger Arbeit ein Kraftraum, in dem jetzt Pop-Art und jugendliche Themenecken die Interessen der Schülerinnen widerspiegeln. Ich glaube, der Grundstein ist gesetzt worden, weil ich ja Pate geworden bin für Schule mit Courage und Schule gegen Rassismus. Da ist das damals angefangen und da habe ich dann auch das Versprechen abgegeben, dass ich irgendwann mit der Schule was zusammen mache. Und das ist jetzt das Projekt. Und dann sind die Lehrer auf mich zugekommen und haben gesagt, wir haben da so einen Klassenraum, der muss verwandelt werden. Das muss so eine Rückzugszone werden für die Schüler und der soll nach den Wünschen der Schüler gestaltet werden. Wie war der Anfang dieses Projekts? Der Anfang des Projekts war total für mich begeisternd. Ich bin ja normalerweise allein in meinem Atelier, habe höchstens noch eine Mitarbeiterin und habe immer so eine Stille. Und dann wurde ich auf einmal diszipliniert und musste so den Umgang mit mehreren üben. Aber ich fand, die waren vom ersten Moment an begeistert und standen so hinter der Sache. Sind Sie zufrieden mit der Arbeit? Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit deswegen, weil alle schön ihre Fähigkeiten so rausarbeiten. Wir haben welche, die können mit ruhiger Hand gut Konturen ziehen. Wir haben welche, die haben schönes Farbgefühl. Wir haben zeichnerisch sehr talentierte. Und wenn man das alles in der Gruppe bündelt, dann kriegt man auch ein schönes Ergebnis. Auch in unseren Fluren hängen viele Arbeiten von Schülern, die sonst eher tristen Wände lebendig machen. Es ist doch immer wieder erstaunlich, zu welchen Leistungen Schülerinnen und Schüler fähig sind, wenn sie motiviert sind und die nötige Freiheit bekommen. Unser nächstes Thema hat einen traurigen Anlass. Statistiken zeigen, dass vor allem die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen in schwere und sogar tödliche Unfälle verwickelt sind. Als Opfer oder auch als Verursacher. Dieser besorgniserregenden Tatsache versucht die Polizei mit drastischen Aufklärungsveranstaltungen entgegenzuwirken. 800 Schülerinnen und Schüler des Helene Weber Berufskollegs erlebten in der Mastbahnhalle, welche Folgen Raserei, Unachtsamkeit am Steuer und Alkohol und Drogen beim Fahren haben können und wie die Helfer vor Ort und im Krankenhaus um das Leben der Opfer kämpfen. Polizisten, eine Notärztin, ein Rettungssanitäter und eine Notfallseelsorgerin schilderten eindringlich ihre Erlebnisse, bei denen sie zwar professionell gearbeitet haben, die aber immer noch wieder beim Erzählen spürbar lebendig werden. Bei schweren Verkehrsunfällen sind nicht nur die Beteiligten betroffen, sondern auch Angehörige, Freunde, Verwandte, Bekannte, aber auch die Einsatzkräfte, also die Leute, die vor Ort sind. Die Einsatzkräfte vor Ort, die funktionieren. Und das ist ja auch gut so. Und das kann auch jeder von uns erwarten. Aber die Frage, die bleibt immer, wie werden wir mit diesen Angelegenheiten fertig? Das, was man gesehen hat, wem kann man sich mitteilen? Wie kann man das Ganze verkraften? An dieser Stelle der Hinweis an Sie oder an euch, was hier erzählt wird jetzt im Anschluss, das geht sicherlich nah, es geht mitunter unter die Haut. Wer sich das nicht weiter antun kann, wer es nicht möchte, der kann jederzeit die Halle hier verlassen und vielleicht Gespräche führen mit, ich weiß, eine Sozialarbeiterin ist da hinten, also er wird dort hinten aufgefangen. Wir wollen hier niemanden traumatisieren. Man soll nur mal angeregt werden und darüber nachdenken, wie es ist, wie schnell man sein Leben verlieren kann oder in eine ganz, ganz, ganz gefährliche Situation kommen kann, in der man sich schwer verletzt. Jahr für Jahr passieren bei uns in Deutschland immer wieder schreckliche Verkehrsunfälle.
So war es im Jahr 2012 allein in Nordrhein-Westfalen 527. Ich habe da gerade schon mal etwas anders gesehen. Das war nicht Ankerfreitag, das war ein ganz normaler Wochentag. Da haben Leute auf dem Herbert-Schlieter-Ring, Jugendliche, ein Rennen gefahren. Einer hat leider die Kurve nicht so ganz günstig gekriegt. Der hat dann die Leitplanke ein wenig berührt und hat einen Flug gemacht mit seinem Auto. Und ist dann auf dem Dach gelandet. Hat noch ein paar Bäume mal eben mit abquasiert, aber er hat Glück gehabt. Er konnte sich selbst aus seinem Wrack befreien. Leichte Verletzung, ambulante Behandlung im Krankenhaus, mehr war da nicht erforderlich. Was geht dir jetzt durch den Kopf, nachdem du dieses gesehen hast? Ja, also ich fand, das war schon ganz ergreifend. Ich fand, das geht einem persönlich sehr zu Herzen. Man denkt dann einfach selber, wie fährt man Auto, was kann ich jetzt verbessern? Und ich fand einfach, was mich sehr getroffen hat, diese ganzen Todesfälle, die dann überbringen müssen. Und dann denke ich mir, ja, das will man selber gar nicht haben, dass jemand nach Hause kommt und denkt, ja, jetzt fehlt eine Person. Und das hat mich selber ermutigt, dass ich, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt schon Auto und es hat mich einfach persönlich ermutigt, dass ich dann, wenn mein Handy klingelt oder so, nicht drangehe, dass ich das weglasse, dass ich mich konzentriere, dass ich so fahre, wie es halt Vorschrift ist. Ich finde, das hat mich richtig ermutigt. Manchmal fahre ich direkt zur Einsatzstelle hin, weil Menschen sind, die das gesehen haben, die betreut werden müssen vor Ort, weil Einsatzkräfte da sind, die unsere Unterstützung brauchen oder weil ich mir ein Bild verschaffen muss von den dort tödlich Verunglückten, um das in den Familien dann weiterzusagen. Viel ist mir durch den Kopf gegangen. Also ich musste natürlich dran denken, dass das... Das hörte sich erstmal alles so unwirklich an und ich habe es selbst noch nicht erlebt, aber das, was da erzählt wurde, was man gesehen hat, das hat einen, trotz dessen, dass man die Leute nicht kannte, sehr bewegt oder hat mich sehr bewegt. In den nächsten Wochen werden Polizisten in den Unterricht der Klassen gehen und mit den Schülern das Gehörte und Erlebte verarbeiten und vertiefen. So, das war es wieder mal von dieser Stelle. Für das zweite Halbjahr alles Gute und was immer auch kommt, Sie wissen es schon, machen Sie das Beste draus.